Achtung, Baum fällt. Nicht der einzige, der in den vergangenen Wochen hier gefällt wurde. Stümpfe überall. Adolf Berger ist frustriert. Wobei es dazu erstmal keinen Grund gibt. Schönen ist so, wie es heißt, schön. Etwas unübersichtlich vielleicht. Es gibt ein Unter- und ein Oberdorf. Der Ort streckt sich über eine ziemliche Distanz und schmiegt sich in die bergige Landschaft des Odenwaldes. Warum Schönen Schönen heißt? Weil hier die schönen Männer wohnen, verrät uns der Ortsvorsteher, hat er mit einem Augenzwinkern gesagt. Herr Hör hat uns zu einer Planwagenfahrt eingeladen. Sowas wird hier angeboten für Junggesellenabschiede oder Betriebsausflüge oder wenn's Fernsehen kommt. Wo es hingeht? Abwarten. Vorher sind wir bei Adolf Gies, Elfenbeinschnitzer und mit 91 Jahren immer noch aktiv. Hier repariert er einen Schirmknauf aus Elfenbein. Neue Arbeiten aus den Elefantenzähnen darf man nicht mehr herstellen, Artenschutz. Aber bestehendes Reparieren und Restaurieren ist erlaubt und für Herrn Gies nach wie vor die schönste Beschäftigung der Welt. Es macht Freude, wenn man etwas entstehen sieht. In der Vitrine hat er seine schönsten Arbeiten gesammelt, unfassbar filigran, lebendig und perfekt. Im bekannten Elfenbeinmuseum in Erbach stehen weitere. Das hier übrigens seine Meisterarbeit, der heilige Georg, der Schutzpatron von England. Und jetzt raten Sie mal, was Queen Elizabeth II. 1965 bei ihrem Besuch in Wiesbaden vom damaligen hessischen Ministerpräsidenten überreicht bekommen hat. Richtig, ein Elfenbein St. Georg. Und jetzt raten Sie nochmal, wer den damals geschnitzt hat. Wieder richtig, Adolf Gies, für die Queen. Aufregend, oder? Eigentlich nicht. Es ist ja meine Arbeit. Schönen liegt im Odenwald. Also viele Bäume, überall. Aber mittendrin dann plötzlich kahle Flecken, wie hier. Fast ein Hektar groß. Das Waldstück gehört Adolf Berger. In den vergangenen 15 Jahren konnte er durch regelmäßige Einschläge gutes Geld mit dem Holz verdienen. Bis im letzten Jahr der Borkenkäfer seine und die Fichten vieler anderer Waldbesitzer befallen hat und der Preis für den Festmeter Holz von 100 auf 30 Euro fiel. Darum musste Berger seine befallenen Bäume fällen lassen, damit der Käfer sich nicht weiter ausbreitet. Dieses Jahr haben wir eine kleine Verschnaufpause. Durch dieses nasse Jahr sind wir sehr, sehr froh. Aber die letzten zwei Jahre haben den Boden derartig ausgetrocknet, dass die alle vorgeschädigt sind. Seine drei Enkelinnen sind allerdings die personifizierte Hoffnung auf einen gesunden Wald. Warum? Klären wir noch. Fastnacht in Schönen, eine Institution. Wegen Corona aber zuletzt 2019 gefeiert. Der Sitzungspräsident und ein weiteres Mitglied des Elverrats marschieren ein. Jubelnde Karnevalisten im Saal. Stellen wir uns mal vor. Von den sonst 10 Gardemädchen nur 3 einsatzbereit. Aber die bringen Leistung auf Knopfdruck. Neben der Feuerwehr bilden die Karnevalisten den einzigen Verein in Schönen. Und dessen Vereinsleben liegt brach. Aber die Hoffnung lebt. Und vor allem ist halt so, wir hätten dieses Jahr jetzt die kommende Kampagne 4x11 Jahre. Das wäre natürlich optimal, wenn wir die wirklich feiern dürften. Ja. Wir drücken die Daumen. Zurück auf den Planwagen. Der Ortsvorsteher hatte uns ja was ganz Besonderes versprochen. Und zwar den schönsten Ausblick auf Schönen. Da unten liegt es, zumindest das Unterdorf. Aber ob da oder im Oberdorf, Schönen hat natürlich unter Corona gelitten. Aber ein Stück weit auch davon profitiert. Man fragt mal nach und sagt, hier kann man dir helfen, ist alles in Ordnung. Und das merkt man, dass halt einfach die Gemeinschaft in dem Ort noch vorhanden ist und gut funktioniert. Um die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr bei der Stange zu halten, muss man sich dann und wann was Besonderes in Schönen überlegen. Deswegen wird die Löschübung schon mal mit der alten Pumpe von 1895 durchgezogen. Top in Schuss, toll restauriert, jederzeit einsatzbereit. Alles ohne Motoren, das Wasser wird mit vereinter Muskelkraft durch die Löschschläuche gepresst. Für die Kinder ein Riesenspaß, für die Großen an der Pumpe nicht so. Es war damals anstrengend, Brände zu löschen, man sieht es vielleicht, aber es funktioniert immer noch tadellos. Zurück in das kahlgeschlagene Waldstück von Herrn Berger. Ein Hektar Fichte musste wegen Borkenkäferbefall gefällt werden. Bergers Enkelinnen Julie, Emilia und Marlene forsten aber wieder auf. Sie haben um Ostern herum Eicheln in Opas Waldboden gesteckt. Jetzt wachsen die ersten zarten Eichentriebe. Die Arbeit hat sich gelohnt. Also vorher war es halt mühselig und hat nicht so ganz so viel Spaß gemacht. Aber jetzt macht es halt mehr Spaß, das zu sehen. Ja, und ich finde es ein bisschen schade, dass hier auch Rehe sind, weil die fressen alles ab.
Dann hoffen wir mal, dass die Rehe sich zurückhalten und auch der Borkenkäfer die Eichen in Ruhe lässt, damit Schönen noch schöner wird. Dolles Dorf im Odenwald.